nehmt eure Kekse aus der Dose, denn Flauschi ist wieder da. Hallihallo Leute und willkommen zu einem neuen Schultag. Und heute ist mal wieder, mussten wir wieder früh aufstehen, nachdem wir ja gestern unsere Klassenarbeiten geschrieben haben, bei denen wir nicht so gut abgeschlossen haben, Leute. Hier sind meine Arbeiten, die muss ich natürlich aufbewahren. Hoffe ich, dass heute der Schultag ein wenig besser wird und deswegen würde ich sagen, Candy ist dort drüben. Gucke ich direkt mal in meinen Briefkasten rein. Denn wir kriegen ja wie immer einen Brief. Oha, hier sind sogar zwei Stück drin. Ich lese zuerst mal den hier. Werbung, das Schulfest startet bald. Flauschi ist auch schon da. Hallo, hallo Candy. Oh, hast du auch Gott, Werbung Karotten bekommen in deinem Briefkasten? Ich habe noch nicht reingeguckt, Flauschi. Du weißt ja, ich stehe immer eine Stunde vor Schulbeginn auf. Ja. Und kümmere mich um meine Karotten. Was ist denn hier die heute? Die sind ja überdrehen gewachsen. Hast du das gedüngt oder so? So, ja, habe ich. Darf ich mit meinen salzigen Tränen. Du willst Karotten haben? Ja, bitte. Ja, hier. Wir können tauschen. Ich kann dir Kirschholz geben. Flauschi, wenn es irgendwann eine Bank gibt. Warte mal, Leute, soll ich eine Bank bauen? Dann kann ich hier nämlich Geld einführen. Das wäre krass. Dann schuldest du mir $100 für diese Karotten gerade. Okay. Das kann er sich eh nicht merken, Leute. Gut, okay. So, dann guck, das kann er sich eh nicht merken, Leute. Während das große Schulfest startet bald, bitte bereitet große Geschenke für unseren Lieblingslehrer, Herrn Kicherich Zwackelhuber, vor. Okay, ja, können wir machen. Das können wir uns mal beiseite legen. Oha, Candy hat uns voll viele Karotten gegeben. Und dann gucken wir mal noch das andere Buch an Flauschi von Kicherich Zwackelhuber. Hallo Flauschi, bitte komm schnell zur Schule. Ich muss dir etwas Wichtiges mitteilen. Ich erwarte dich in 5 Minuten in deinem Klassenzimmer. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir uns gleich direkt auf den Weg. Wir können uns so lange schon mal überlegen, was große Geschenke wären. Wir könnten ihm natürlich den Dia hier schenken. Was können wir sonst noch machen? Große Geschenke. Ich kann mir auf jeden Fall am Ende noch mal überlegen, was ich als Geschenk für den Herr Kicherich Zwackelhuber mache. Ihr könnt das auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr findet, was da sein muss. Oh, ich wollte die Rüstung, wollte ich hier auf den Rüstungsständer machen eigentlich. Und dann würde ich sagen, Leute, gehen wir direkt einmal noch zu den Tierchen, denn die füttern wir jetzt noch einmal vor der Schule. Da müssen wir uns aber beeilen jetzt. Dann gehen wir direkt rüber und dann gehen wir direkt zum Unterricht, weil die 5 Minuten sind doch gleich schon vorbei. Und ich bin echt gespannt. Er meint ja, wir müssen ihm was Wichtiges mitteilen. Andersrum, er muss mir was Wichtiges mitteilen. Da bin ich echt gespannt, was das sein wird. Ich persönlich hoffe ja so ein bisschen auf schulfrei, Leute. Aber das werden wir dann noch sehen. Also, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Hühnchen. Guten Appetit. Und Ei habt ihr auch gelegt, das ist sehr nett. Dann einmal noch hier die Kühe, so, bitteschön. Und zu guter Letzt natürlich auch noch um die Schweinchen. So, lalalala, bitteschön. Ist da gerade jemand langgelaufen? Sah ein bisschen so aus, Leute. Aber habe ich mich wohl verguckt. Sehr gut, Leute. Dann werden die Tiere schon mal gefüttert. Wir machen hier mal eins der Karotten rein, dass wir hier immer welche haben. Und dann würde ich sagen, Leute, gehen wir auch direkt einmal zur Schule und gucken mal, was Herr Kicherich Zwackelhuber uns so mitzuteilen hat. So, dann gehen wir hier einmal rein. So, lalalala. Einmal ins... Warte mal, was ist denn hier passiert? Oh, das werden wir wahrscheinlich gleich rausfinden. Wir müssen hier einmal drinnen warten. Müssen hier mal noch aufräumen in unserem Spind. Und dann warten wir mal, bis Herr Kicherich Zwackelhuber hier auftaucht. So, Leute, eigentlich sollte er jetzt jeden Moment hier reinkommen. Und 3, 2, 1. Hä? Och, schade, dann kam er wohl noch nicht. Aber eigentlich... Natürlich komme ich rein, ich habe dich doch gehört. Hallo, Herr Kicherich. Guten Morgen. Ja, und so weiter. Hallo. Guten Morgen. Und zwar habe ich 2 Nachrichten für dich. Boah, das muss ja richtig sein, wenn das 2 sogar sind. Eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche möchtest du zuerst hören? Gern die schlechte zuerst. Nein, erst die gute. Na gut, die gute Nachricht ist, dass, falls du es noch nicht gemerkt hast, die Schule hat sich erweitert und ist erheblich größer geworden. Was? Ich habe das noch nicht gemerkt. Da kannst du dich gleich mal umschauen und mal schauen. Ja, ich muss doch im Unterricht sein. Ja, das ist nämlich jetzt die zweite Nachricht. Das ist die eher schlechte Nachricht. Und zwar haben wir gleich einen Lehrerausflug. Und deswegen haben die Schüler heute frei. Ja, schulfrei. Das ist doch eine schlechte Nachricht. Ja, schade. Ich wäre so gern in die Schule gegangen. Okay. Ja, hab ich mir schon gedacht. Darf ich gehen?
Darf jetzt gehen, ja. Okay, genau. Tschüss. Ich werde jetzt meine Sachen packen gehen, ja. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Ja, ja, danke schön. Okay, Leute, das ist ja cool, dass wir heute schulfrei haben. Und er meinte, es gibt jetzt einen neuen Abteil hier in der Schule. Dann gucken wir uns das Ganze doch mal an. Es sieht aus, als hätten sich die Gänge hier auf jeden Fall erweitert. Okay, oh, da ist Candy auch schon. Hallo, Candy. Flauschi? Ja, jetzt, Herr Kicherichs Wackelhuber hat mir das erzählt mit der Schule. Sieht ja voll krass aus. Ja, ist voll krass. Neue Klassenzimmer, alles. Guck mal hier. Was? Das sieht ja aus wie mein Klassenzimmer. Sogar mit dem Loch in der Decke. Welches Loch in der Decke? Bei mir ist kein Loch in der Decke. Achso, naja, gut. Flauschi, ich habe jetzt auch Unterricht. Ich muss jetzt in die Klasse. Was hast du für Unterricht heute? Bauunterricht. Hä? Dann hast du einen anderen Lehrer bestimmt. Ja. Weil ich habe heute schulfrei. Herr Kicherichs Wackelhuber ist auf einem Lehrerausflug. Wow, ja, dann Glückwunsch. Aber ich glaube, ich mache was Nettes für ihn. Ciao. Bauunterricht. Ciao. Okay, tschüss. Okay, Leute, denn ich habe mir nämlich überlegt, dass ich heute dem Lehrer erst was Böses tue. Ich werde nämlich sein Haus abreißen und zerstören. Oh, hier oben sind noch mehr Klassenzimmer. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und dann werden wir dem ganzen Lehrer, nicht nur dem halben Jahr, dann werden wir nämlich sein Haus wieder neu aufbauen. Und ich habe jetzt gerade gesehen, Candy hat einen Bauunterricht. Er redet da auch schon mit der Kicherichts Wackelhuber. Und vielleicht können wir uns da vielleicht ein paar Materialien klauen, damit das Ganze auch schön wird. Aber jetzt gehen wir erstmal nach Hause und gucken uns an, was man aus dem Haus von der Kicherichts Wackelhuber denn so zaubern kann. So, Leute, während ich jetzt hier so mein Inventar aufgeräumt habe, habe ich mir überlegt, dass wir auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Haus bauen müssen für Kicherichts Wackelhuber. Aber vorher müssen wir das ganze Ding hier einmal zerstören. Aber wir werden ihm natürlich die ganzen Sachen in eine Kiste machen. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt erstmal an, das Ganze hier einmal abzubauen. Denn das wird er ab sofort nicht mehr brauchen. Wir zerstören jetzt das Haus vom Lehrer, Leute. Oh, dass das nicht mal Ärger gibt. Ich hoffe doch nicht, Leute. So, Leute, ich habe alles zerstört und aber schon einen neuen Grundriss gebaut. Jetzt fehlen uns nur noch die Materialien. Ich habe hier schon ein paar Materialien wieder reingemacht, also das, was wir vom Lehrer übrig hatten. Und ich werde natürlich die Sachen auch benutzen, gerade auch seine Pflanzen, die er hatte. Er hatte super viele Bücher da. Das heißt, ich baue ihm eine kleine hauseigene Bibliothek, die kommt hier vorne so hin. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool aussehen. Hier wird der Eingang sein, aber jetzt müssen wir uns erstmal um Materialien kümmern. Und dafür gehe ich einmal zur Schule. Auf jeden Fall habe ich mitbekommen, dass es bei Candys Bauunterricht wohl ein Lager gab. Und deswegen gucken wir hier mal rein. Die Lehrer müssen ja eigentlich alle auf einem Ausflug sein. Und hier gibt es Klauen verboten. Ich klaue mir das nicht. Ich benutze das ja für den Lehrer. Deswegen gucken wir mal hier einmal Stein. Wir nehmen uns hier jetzt einfach mal ein paar Sachen mit, Leute. Wir nehmen auf jeden Fall fürs Dach, möchte ich gerne diese hier benutzen. Dann nehme ich auch so hier einfach ein bisschen was mit. Dann brauche ich natürlich viel Beton. Auch ein wenig Holz. Okay, Leute, dann bringen wir das jetzt erstmal zurück. Und dann machen wir noch eine zweite Runde. Let's go. Uiuiui. So, Leute, die zweite Runde mache ich dann gleich, sobald meine Sachen aufgebraucht sind. Erstmal bauen wir hier eine Treppe hin. Denn hier muss man ja irgendwie hochkommen. Und dann fangen wir an, mit dem Holz hier einmal Grundrisse, also die Stelzen zu ziehen. So, wir machen die auch sehr schön verteilt. Dann hier einmal die ganzen Ecken. Hier wird so eine kleine Terrasse entstehen, wo er aufs Wasser gucken kann. Deswegen braucht da kein Holz hin. Und damit ihr mal das den Grundriss so ein bisschen versteht. So, das haben wir dann schon mal erledigt. Dann kommt jetzt hier auf jeden Fall überall eine Schicht Beton oben drauf. So, schön hier alles verteilen. Das hier wird übrigens auch eine Terrasse werden. Da können wir hier eins freilassen, denn da muss ja dann eine Tür rein. Hier kommt auch Türen rein. Okay, dann müssen wir alle Dinger nochmal eins höher machen. So, gleich fertig. Und dann ziehen wir jetzt hier einmal noch die Wände, so dass sie bereit sind, um hier Fenster reinzumachen. Dann müssen wir jetzt hier gleich noch den Boden reinmachen und dann sind wir auch eigentlich fast schon fertig. Ich glaube aber, dass ich noch eine zweite Etage oben drauf mache.
So, wir machen das so. Jetzt mache ich jetzt erstes mal den Boden rein. Dafür, ich muss mir mal eben ein Crafting Table machen. Dafür benutzen wir natürlich von den Stufen, von den halben Blöcken, weil dann sparen wir. Und jetzt werden wir natürlich erstmal den Boden ausfüllen und dann ziehen wir die Wände fertig hoch und dann machen wir uns auch schon an die zweite Etage. Hier habe ich ganz vergessen, hier muss ja natürlich auch eine Tür rein. Okay, dann geht's jetzt weiter, Leute. Ich würde sagen, ich melde mich gleich, wenn wir uns an die zweite Etage machen. So, Leute, die Pfeiler für die zweite Etage sind jetzt auf jeden Fall schon mal gezogen. Und dann machen wir jetzt genau dasselbe wie in der ersten Etage nochmal. Und zwar verbinden wir jetzt quasi diese Pfeiler mit Beton. Und dann kommt hier oben drauf auch schon die Decke. Und natürlich das Dach auch direkt mit oben drauf. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie wir das Ganze hier so hinkriegen. Und wie das Ganze schön aussehen wird. So, wir bauen hier alles schön zu natürlich. Und dann müssen wir uns auch gleich auch schon ans Einrichten machen, Leute. Das wird auf jeden Fall auch nochmal spannend. So, das sind die letzten Blöcke für die Wände. Ich bin echt mal gespannt, was Herr Kicherich, Huber-Dingsbums, was er dazu sagen wird. Und ich hoffe, dass ich natürlich eine 1 dafür kriege. Alles andere wäre auch ziemlich frech, Leute. Aber jetzt bauen wir zuerst mal hier noch das Dach oben drauf. Das kann jetzt erstmal eine Weile dauern. Und das ist auch meistens ziemlich langweilig. Deswegen würde ich sagen, Leute, baue ich das Dach eben selber. Ich habe die ganzen Materialien dafür da. Deswegen, Leute, wir sehen uns dann gleich, wenn wir das ganze Haus einrichten und dekorieren, Leute. Let's go. So, Leute, ich bin jetzt gerade auf dem Weg nochmal zur Schule, um die zweite Tour zu machen. Ich hoffe, die Lehrer kommen jetzt nicht bald schon wieder zurück. Denn ich möchte ja gleich noch Herr Kicherichs Wackelhuber zeigen, was ich getan habe für ihn. Aber vorher brauchen wir erstmal noch ein bisschen Glas. Dann brauchen wir auch noch Deko. Wir brauchen auf jeden Fall viele Laternen. Wir nehmen auch ein paar Bilder und sowas mit. Was könnten wir noch gebrauchen? Ich glaube, das war's erstmal. Ich habe auf jeden Fall gerade noch ein paar Sachen gemacht am Haus. Ich habe außen schon mal dekoriert, weil ich ja gerade zu euch gesagt habe, wir dekorieren gleich innen zusammen. Habe ich außen schon mal gemacht, Leute. Und übrigens, Candy hat hier irgendwie sowas Komisches gebaut, Leute. Aber um das auszuchecken, müsst ihr auf jeden Fall Candys Video schauen. Denn ich verstehe sonst überhaupt nichts. Ich muss mir das auch gleich erstmal anschauen. Aber so sieht das Haus bis jetzt aus. Ich habe hier so kleine Fensterbänke gemacht quasi. Jetzt müssen wir hier aber noch das ganze Glas reinmachen. Hier habe ich auch schon ein kleines Kistenlager zusammengestellt. Und jetzt müssen wir das Ganze hier nur noch einrichten. Dafür haben wir jede Menge Holz zur Verfügung. Wir gucken mal, was wir noch alles auch aus unserem Lager so zusammenfischen können. Dann müssen wir jetzt gleich überall noch Laternen reinmachen. Ein paar Räume müssen wir auch noch ziehen. Also ich würde sagen, ich melde mich, sobald die Räume gezogen sind. Dafür nehme ich mir hier den Beton. Und hier unten würde ich keinen Raum ziehen. Ich würde aber hier oben einmal Räume ziehen. Dafür baue ich einmal das hier ab. Und diese drei hier. Denn dann kommt hier oben einmal ein Badezimmer oder ein Büro hin. Ich weiß noch nicht ganz genau was. Und dann machen wir hier hinten ein Schlafzimmer draus. Ich glaube, dann fülle ich den Boden aber doch nochmal aus. Denn da müssen wir das Ganze nämlich so machen. Wir machen das mal so. Und hier kommt dann die Tür rein. Okay, Leute, dann wird hier draus das Schlafzimmer. Dann wird hier vielleicht doch ein Badezimmer draus. Und dann können wir hier noch so einen kleinen Arbeitsplatz einrichten. Weil der Kicherich Xackelhuber muss natürlich auch Arbeiten korrigieren. Und sonst irgendwelche Arbeiten machen. Keine Ahnung, was ein Lehrer so macht. Aber jetzt ziehen wir die Wand auf jeden Fall erstmal noch hoch. Und dann melde ich mich, wenn wir das Ganze nochmal zusammen einrichten. Jetzt muss ich das hier erstmal fertig machen. So Leute, das wäre jetzt erledigt. Dann würde ich sagen, fangen wir einmal mit dem Schlafzimmer an. Da haben wir nicht so viel zu tun. Wir müssen natürlich auch seine schönen Blumen wieder aufstellen, die er hatte. Deswegen gehen wir direkt einmal nach oben. Denn hier wird das Schlafzimmer sein. Wenn wir hier einmal das Bett hinstellen, dann hier natürlich einen Nachttisch und dort oben drauf machen wir seine Lieblingsblume, das ist nämlich die Fackellilie. Sehr, sehr gut. Und dann machen wir hier noch so einen kleinen Tisch, hier kommt auch nochmal die andere Blume rein und noch ein paar Kerzen.
Sehr gut, dann wären wir mit dem Schlafzimmer auch schon fertig. Dann machen wir uns jetzt einmal kurz ans Badezimmer. Hier kommt einmal eine Toilette rein. Und hier machen wir gleich noch einen Kessel hin. Den müssen wir aber gleich erstmal besorgen. Dann hier ein paar Kerzen. Und ich glaube, wir haben auch noch Blumentöpfe gerade mitgenommen. Oh nee, Blumentöpfe haben wir jetzt nicht. Aber da gehen wir gleich nochmal welche organisieren. In der Schule gibt's die. Und im Schlafzimmer könnte ich hier noch ein paar Bücherregale platzieren, weil ich weiß, dass er Bücher sehr gerne mag. Okay, wie gesagt, hier kommt dann gleich noch ein Kessel hin. Und jetzt habe ich noch ein paar Schilder geholt. So, hier ein Schild, hier ein Schild und eine Falltür oben drauf. Und dann ist aus dem ganzen Ding eine Toilette geworden. Okay, dann geht's direkt weiter. Hier kommt nämlich ein Arbeitsplatz für den Herr Gicherichtswaglober hin. Dann machen wir das nämlich so. Oh, jetzt habe ich ein bisschen zu viel platziert. Das hier ist der Schreibtisch. Dann kommt hier ein Stuhl hin. Hier auf jeden Fall erstmal ein paar Bücherregale. Machen wir hier nur zwei, damit ich hier besser durchlaufen kann. Hier können wir auf jeden Fall noch eins hinmachen. Und das mache ich so. Da brauche ich jetzt gleich noch mehr. Hier, wie heißt das? Falltür. Das ist nämlich ein Bautrick von mir, Leute. So kann man nämlich richtig schöne Bücherregale machen. So, da klappt man die einfach hoch. Und dann kann man hier zum Beispiel auch, hier könnten wir eine Laterne reinstellen. Hier ein paar Kerzen rein. Und da oben dann gleich noch ein, wie heißt das? Nochmal ein Blumentopf. Aber dafür müssen wir erstmal den Blumentopf dann gleich noch besorgen. Okay, damit wäre der Arbeitsplatz hier oben schon mal fertig. Dann kümmern wir uns als nächstes um die große Bibliothek hier. Dafür bauen wir hier sehr, sehr viele Bücherregale. Ich muss sogar noch ein paar mehr machen. 10 Stück sollten, glaube ich, reichen. Dann machen wir das so, dann, dass man das nicht so arg sieht. Machen wir noch so. Und dann hat er hier jetzt seine hauseigene Bibliothek. Und eine Laterne hin. Und ein bisschen Teppich. Den hatte er noch von seinem alten Wohnzimmer. Den werden wir hier verteilen. Dann wäre die Bibliothek schon mal fertig. Dann kommt hier jetzt ein Wohnzimmer noch hin. So, wir machen hier mal ein Sofa. Das ist ein ganz schön großes Sofa. Wir machen das mal ein bisschen kleiner. Und damit das auch noch mal ein bisschen besser aussieht, machen wir noch ein paar Half-Slabs hin. So, oder? Warte mal, das sieht ein bisschen komisch aus. Lass uns doch einfach nur so. Und ich glaube, das könnte gut aussehen, wenn ich hier jetzt Half-Slabs hin mache. Erstmal drehen wir das. Ist hier so Half-Slabs? Ja, perfekt. Dann ist hier ein Wohnzimmertisch quasi. Dann kommen hier noch ein paar Teppiche hin. Platz für Bilder habe ich gar nicht so viele. Moment, wir müssen hier einmal. Hier kommt ein einfaches Bild hin. Brauchen eins, was auch zu Herr Gicherichtswaglober passt. Ich glaube, seine Lieblingsfarbe ist. Ach, wir lassen einfach das. Das sieht ganz cool aus. Okay, dann ist Wohnzimmer schon mal fertig. Wir haben jetzt leider keine Küche, aber ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, Leute. Hier ist auf jeden Fall das kleine Lager. Jetzt werden wir noch ein paar. Wie heißt das? Blumentöpfe holen und ein paar kleine Feinschliffe machen, Leute. Und dann zeige ich euch zusammen mit Herr Gicherichtswaglober das fertige Haus. Deswegen sehen wir uns gleich bei der Reaktion von Herr Gicherichtswaglober. Und ich bin echt gespannt, was er dazu sagen wird. Okay, Leute, dann gehen wir jetzt mal wieder in die Schule und warten, bis Herr Gicherichtswaglober wieder nach Hause kommt von dem Ausflug. Ich verstecke uns mal in Candys Klassenzimmer und dann gucken wir mal, wann er kommt. Ist ja irgendwie. So, liebe Schüler, der Lehrer ist wieder da. So, nehmen wir mein Zimmer. Lehrerzimmer? Ich darf jetzt hier ziehen hier. Okay, warte, ich klopf mal an. Klopf, klopf, hallo! Oh Mann, nicht schon wieder. Ja, hallo. Oh. Hallo, Herr Gicherichtswaglober, wie geht's Ihnen? Super, super, ich hab mich gut erholt. Ich hab eine Karotte für Sie. Ja, vielen Dank, danke. Und ich hab noch eine andere Überraschung für Sie. Wie eine Überraschung für mich? Ich habe ein Schulprojekt gemacht, ein freiwilliges. Ein Schulprojekt? Ja. Ja, dann schreib mal her, was hast du denn? Kommen Sie einmal mit. Okay, Leute, ich bin echt gespannt. Ja, ich wir müssen einmal ans andere Ende der Stadt. Ja, dann ich laufe hinterher. Okay, sehr gut. So, einmal hier entlang. Und jetzt müssen wir hier links abbiegen. Ja. So, und da ist auch schon mein Schulprojekt. Wo denn? Hier rechts. Ich sehe es nicht. Hier rechts. Ich habe Ihnen ein neues Haus gebaut. Ein Haus? Ja. Ihr anderes war ein bisschen schmalspur, muss ich sagen.
Ja, aber ich habe da schon so lange gewohnt und an alles schon angewohnt. Hä? Und aber ich hab's renoviert. Gucken Sie rein. Ich hab's sogar eingerichtet. Und weil ich weiß, dass Sie so gerne Bücher lesen, habe ich Ihnen eine hauseigene Bibliothek gebaut. Genau. Und hier können Sie dann Ihre Bücher immer lesen. Ich merk schon, ja. Danke, danke, Flauschi. Gerne. Und wo ist mein Bett? Das ist hier oben natürlich, in der zweiten Etage. Hier haben Sie auch einen Arbeitsbereich. Hier können Sie unsere Klassenarbeiten korrigieren. Ja, da kann ich ganz viele Sechse verteilen, ja. Und hier ist Ihr Bett mit Ihrer Lieblingsblume. Ja. Und hier haben Sie dann noch ein Badezimmer. Vielen Dank, aber wozu habe ich das verdient? Ich wollte Ihnen einfach mal was Nettes tun. Sie wirken immer so gestresst. Ja, das stimmt, das stimmt. Die Schule, die macht mir zu schaffen. Oh je, krieg ich jetzt eins? Das muss ich mir dann noch überlegen. Okay, sagen Sie mir das einfach morgen, okay? Alles klar, Mann. Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, gerne, auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Tschüss. Okay, Leute, das ist ja eigentlich ganz gut gelaufen. Er war gar nicht böse oder so, weil ich sein Haus abgerissen habe. Deswegen würde ich sagen, Leute, Mission erfolgreich, Mission erfüllt. Und wir haben dem Lehrer was Gutes getan. Ich hoffe, dass ich auf jeden Fall eine gute Note dafür kriege. Aber jetzt würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Leute, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Haus vom Lehrer findet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Leute. Tschüss, ciao.